So, hallo, da sind wir wieder am Start. Ja, Death Stranding geht weiter. So sieht's aus. Ja, neue Runde, neues Glück. Gucken wir, was in diesen 2 Stunden passiert. Bin gespannt. Mittlerweile kennen wir mehr Leute und ja, mal schauen. Mal wieder diverse Aufgaben zu erfüllen. Also, auf wie geht's? So, wo sind wir denn hier? Beim Schrotthändler sind wir. Ja, der stellt sich so ein bisschen an, tatsächlich. Da müssen wir so ein bisschen... Oh. Bisschen noch ein bisschen arbeiten mit dem. Den lösen wir und den sammeln wir auf. Zack. Perfekt. Okay, was ist unsere Aufgabe? Wir sollen... Ach, Stundenglas. Da, was? Echt dahin? Warum ist denn da ein X? Ist das gut? Ich weiß es nicht. Wir sollen auf jeden Fall hin, glaube ich, oder? Ganz sicher sollen wir da hin. Also, wir müssen Atelier der chiralen Künstlerin, da sollen wir hin, das abliefern. Bin gespannt, wie wir vorankommen. Wir haben unsere bessere... So, ja, wir müssen das natürlich mitnehmen. Deswegen ist da ein X. Ja, hier kommt immer in die linke Hand. Wir nehmen das doch. Oder in die rechte Hand. Nehmen wir auch nicht. Hey. Also, gedrückt halt. Hey, nimm es mit. Ja. Okay, gut. So. Also, wir müssen zu Fuß. Wir haben dafür bessere Sachen bekommen. Aber letztendlich wird das anstrengend. Das steht ja fest. Wird eine Hugo-Lieferung. So, sind wir auf dem richtigen Weg? Natürlich, selbstverständlich nicht. Wir müssen einmal Kehrtwende machen. Einmal hier hinten rum. War gar kein Problem. Oh ja, die sind deutlich schneller. Junge, 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 Junge. Die sind ja bombastisch. So, jetzt gucken wir mal. Sind wir auf der richtigen Route? Noch ein bisschen weiter rum. Okay. Gehen wir mal in diese Richtung. Okay, hier kommt anscheinend... Oh, 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 oh. Nicht hinfallen. So wären wir richtig, aber hier scheint auch Mule-Gebiet zu sein. Ich bin gespannt. Ey, bist du bescheuert? Lass das doch nicht fallen. Nee. Also muss die ganze Zeit die Maustaste gedrückt halten. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber gut. Was soll ich machen? Oh, schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Zeitregen ist natürlich gar nicht gut. Oh Junge. Mal eben, ja, wir sind auf der richtigen Route. Da versuche ich mal zu entkommen, tatsächlich. Wir sind eigentlich sehr schnell. Müsste ich eigentlich schaffen. Geht weg, ihr Schwachmaten. Weg, 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 weg. Oh, die verfolgen mich aber hart. Die wollen echt was von mir. Ah, ihr seid geil. Oh oh. Oh oh, sie haben mich. Ich will nicht spielen. Geht weg. Kleiner Mistmann. Hallo, dich kenne ich ja schon, ne, du kleines Arschloch. Okay, wie viel haben wir? Noch ausreichend, oder? Ah, das wird eng. Aber wir haben ja noch andere Waffen. Muss mal gucken, was haben wir noch? Irgendwelche anderen Bomben? Gerade jetzt nicht so dabei. Okay, das wird nichts. Da können wir nicht gewinnen. Können wir damit gewinnen?
5. 7. Doch, könnte knapp reichen, ne? Muss aber jede Granate treffen. Gucken wir mal. Oh, jetzt haut er wieder ab. Das ist auch richtig so. Guck mal hier oben bei meiner Ware, ob ich da noch was finde. Oh, das hat weh. Okay, ich glaube, jetzt habe ich schon verloren, weil ich habe nichts mehr. 5. Haben wir hier noch was? Blutgranate, oh ja. Nimm mit. Brauch halt viele, ne? Jetzt habe ich nicht mehr gezählt. So, was haben wir noch? Eine. Okay, die nehmen wir auch nochmal mit. Habt ihr noch mehr rumliegen? Cola Gun, ja. Kraftskelett, nein. Wo steckt der denn? Das finde ich gut. Da ist er. Macht wieder komische Dinge. Boah, stabile Suppe hier, ne? Oh Gott, wie kann man das denn so verwerfen? Okay, haben wir noch? Oh, wir haben noch 5. Sehr gut. Okay. Die Frage, ob das reicht. Oh oh. Kommt der jetzt raus? Jacques Le Sac, wo stecken sie? Da hinten? Ja. Nein, nein, nein. Oh, was für ein Fehler. Die hätte ich gebraucht. Mach schon wieder nichts. Okay. Ja, ich guck mal, ob ich mit der Bula dann irgendwas machen kann. Aber ich glaube nicht. Ich bin am Arsch. Man muss sagen, wie es ist. Ein Versuch hier. Habe ich gar nichts mehr? Alles empty? Alles empty. So, Bula Gun. Wir gucken mal. Bola Gun interessiert ihn nicht. Wir müssen. Ich muss sie weg. Ich hab nichts mehr zum Falten, das ist mein Problem. Dass ich so viele Granaten verworfen habe. Mann, Arschloch, geh weg! Okay, das war's. Die fragt es hinüber. Ich bin auch hinüber, würde ich sagen. Okay, Order failed. Letzte Speicherstarten laden. Ich muss mich besser vorbereiten. Also ich habe zu wenig Granaten. Das habe ich gar nicht gecheckt, ne? Junge, Junge, Junge. Gut, jetzt starten wir wieder hier, als wäre nichts gewesen. Ah, jetzt stellt er das nämlich auch ab. Okay, gut. Nun gut, wir bauen jetzt erstmal Granaten und recyceln. Ich hoffe, ich kann das hier nicht machen. Deswegen. Oh, das tut alles ganz dolle weh. Die ganz dolle Kopfschmerzen gerade. Haben wir hier in der Nähe irgendwo eine private Möglichkeit? Da, ne? Online-Schutzhütte, genau. Da müssen wir hin. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Lass die Fracht einfach hier. Das stört doch keinen, oder? Nein, das stört doch keinen. So, Spiel mal lösen. Spiel auf den Rücken tragen. Dann fahre ich da mit dem Moped hin. Oh, ich guck mal auf die Karte, weiter rechts rum. Also ich habe ja kein Zeitlimit für die Fracht in dem Sinne, sondern eher nur... Die darf nicht kaputt gehen, die ist sehr fragil. Deswegen gucken wir jetzt hier mal, dass wir Sachen herstellen können. Ach gut, scheiße, was ist das denn hier? Aber da muss ich hin, da. Das sieht gut aus. Wunderbar. Das ist doch schön.
Okay, hier kann ich mich gut versorgen. Denke ich. Muss auch ein Terminal rauskommen. Jawohl. Und jetzt gucken wir mal, können wir uns hier bespaßen? Nein, auch nicht. Weil ich keinen chiralen Drucker habe. Aber recyceln könnte ich hier. Das ist ein Ding. Na, recyceln wir schon mal. Vielleicht können wir dann drucken. Ich glaube aber nicht. Ja, ja, kein Thema. Gerne wieder. Bla bla blub. So. Nicht ausruhen, auf keinen Fall. Ich gucke jetzt nach einer anderen Möglichkeit. Da hinten ist ja auch noch irgendwas. Was ist das? Das ist der Filmregisseur. Kenne ich den schon? Ich glaube ja. Der hat auch ein Ausrufezeichen. Ich glaube, da kann ich was herstellen. Aber gehen wir zum Filmregisseur. Muss mich besser vorbereiten für den Auftrag, weil wenn ich den GD da besiegen will, dann brauche ich mehr Ausrüstung, das ist klar. Stein. Stein, Stein, Stein. So nicht. Ich hoffe, ich war bei dem schon und habe ihn verbunden. Nee, auch nicht. Der hat keinen realen Drucker, der Wichser. Anscheinend wurde eine Fracht für dich an ihr Ziel transportiert. Du kannst sie über den Gemeinschaftskasten abholen. Ah, okay. Und was ist das? Ist das was Gutes? Nee. Das ist verlorene Fracht. Ach du Scheiße. Ah, Blutbeutel sind dabei, aber keine Blutgranaten. Nee, keine Blutgranaten. Schade. Aber Blutbeutel kann ich genauso gut gebrauchen, ne? In die Vorratstasche und in die Vorratstasche. Die nehmen wir so oder so. Das ist doch gut. Okay, gut. Ah, verlorene Fracht, Fotoalben. Für wen ist denn das? Was für ein Filmregisseur, ja, das ist auch gut. Auf dem Rücken tragen und dann können wir die hier abgeben, ne? Ja, schön. Bestätigen. So, liefern, verlorene Fracht liefern und dann haben wir die Foto. Perfekt. Das ist schon cool, ne? Schön, dich zu sehen, Sam. Sorry wegen dem Stress. Ja, echt. Oh, Mann. Fehlen echt die Worte. Vielen Dank, Sam. Ich nehme deine Dienste bestimmt mal wieder in Anspruch. Ja, ja. Gute Arbeit. Ich würde auch gerne deine Dienste in Anspruch nehmen, aber du kannst nicht. Ja, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Das ist doch scheiße. Ich kann ja jetzt noch mal gucken. Ne, kann ich nicht. Alles kacke. Na doch, ich könnte den Wetterbericht gucken, ne? Dann könnte ich den GD vielleicht umgehen. Guck mal. Wir gucken mal. Letztendlich, wenn ich alle Blutgranaten treffe, die ich habe, dann habe ich ja eine Chance. Aber ich treffe ja nie alle. Ha! Ah, jetzt regnet es auch schon wieder. Sensationell. Na gut. Okay, jetzt gucken wir nochmal. Wetterbericht auf jeden Fall. Ah, der sieht nicht gut aus, ne?
Wir hätten wir ja die Möglichkeit, uns unterzustellen, da hinten, da in dem Bereich, tatsächlich. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wie sieht das hier aus in den nächsten... Ach, du Scheiße, das hört ja gar nicht auf. Uiuiui. Okay, also muss ich den GD besiegen, es hilft nichts. Ich habe keine andere Wahl. Schade. Schade, 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 Marmelade. Er killt mich jetzt schon, oder was? Ich muss einfach eine bessere Route laufen, okay? Da kann ich besser entkommen. Naja, Baby. Zeig's mir. Machst du großartig. Also, bist du blöd? Wieso liegst du das immer ab, Mann? Na gut, wir gucken mal. Das Ding ist, ich bin ja eh verlangsamt auch. Der Untergrund ist hier nicht so geil. Na gut, ich versuche zu entkommen. Was soll ich machen? Gehen Sie weg. Lassen Sie mich zufrieden. Ja, guck mal, der verfolgt mich komplett. Kraftlesack. Mein Anzug ist auch gleich leer, ne? Ja, warte mal, haben wir jetzt kurz... Oh, ich bin noch lange nicht da. Wenn mein Anzug leer ist, bin ich eh am Arsch. Oh, ich bin jetzt schon am Arsch. Okay. Was ein Scheiß. Spiel mich weg, du Scheißsuppe. Zwei ist schon mal gut. Jetzt muss ich mich irgendwie wieder zurück zu meinem anderen Kram kämpfen. Das ist klar. Weil ich da noch 5 hab. Ja, wieder 2, das war gut. Ich muss aber zu meinen Waren kommen. Dann habe ich ein Problem. Aber bis jetzt sieht es ganz knorke aus. Okay, er ist wieder weg. Sehr gut. Was hat er jetzt abgeworfen? Was ist denn jetzt los? Hallo? Ach, jetzt ist er weg. Okay. Gut. Ich denke schon. Das ist ja super. So, meine Beine sind schon durch, ne? Also ist schon komplett rot. Die laden sich zwar noch so mit der Zeit auf, aber das ist natürlich Müll, ne? Deswegen saugt den ja den Akku so weit von leer. Naja. Was soll ich machen? Kann ja nicht zaubern. Also. Jetzt habe ich auch mal gelernt, wie man das wegpacken kann. Einfach 1 drücken, dann ist es weg. So, in welche Richtung müssen wir? Oh, wir sind schon richtig. Schöne Schleife gelaufen, ne? Sehr geil. Aber wir sind hier richtig. Über Stock und Stein, du dai, du dai. Über Stock und über Stein, du dai, du dai, de. Ich mach das schon. Es wird geliefert. Sam Porter Bridges. Let's do it. Junge, stolper nicht. Wenn du stolperst, kriegst du einen vor die Latz.
Oh, spannend, ob wir jetzt unfallfrei da hinkommen. Aber ich verstehe nicht, warum der GD jetzt gerade von mir abgelassen hat. Das war sehr mysteriös. Ach du Scheiße. Ah, da hinten ist sie. Okay, ich kann sie schon sehen. Sehr schön. Ja, die Grundfunktion von dem von dem Skelett funktioniert auf jeden Fall. Ne? Also wir sind schneller unterwegs als normal zu Fuß. Da kann man schon mal festhalten, das ist gut. Richtig nice. Wir können ja hier nochmal so eine Made essen. Ach nee, das ist keine Made. Können wir mal einsammeln. Hab ich ja noch nicht genug von, ne? Bibi ist natürlich komplett auf Error, ne? Bibi ist komplett kaputt. Das kriege ich auch nicht mehr zurecht mit Beruhigen und so weiter. Da geht gar nichts mehr. Da müssen wir den Service ranlassen. Ah, gucken. Vielleicht ist ja die Station da in der Lage, mich aufzunehmen in einen ruhigen Bereich. Das sieht auf jeden Fall relativ groß aus. Mal gucken. Ich bin jetzt überhaupt hier richtig. Oh ja. Nur was von. Bin mal gespannt, wie viel Schaden die Sonnenuhr hat. Ein bisschen fallen gelassen habe ich sie ja schon, ne? Atelier der chiralen Künstlerin. Auf jeden Fall bei Fragile Mitglied, das ist schon mal schön. Aber ich glaube, die hat auch nur ein Terminal. Naja. So. Liefern. Angeforderte Fracht. Jo, Stundenglas. Ja, dann machen wir das doch. Bist du bei Fragile Express? Nein, du bist ein Bridges-Bote, oder? Ja. Ich erwarte gar nichts. Ist doch nichts Gefährliches, oder? Oh mein Gott. Dass ich die noch mal wiedersehe. Lass sie mich mal ansehen. Lass sie mich mal ansehen. Sie kennt sie also. Unglaublich. Nicht ein einziger Kratzer. Oh. Ich kann dir nicht genug danken. Okay, hat geklappt. 6%, okay. Nicht ein einziger Kratzer ist ein bisschen übertrieben. Klingt trotzdem ein Awesome. Also, bin ich jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden? Fantastisch. Ich bin froh, zu den OCR zu gehören. Nee, das passiert ja jetzt. So, jetzt kriegen wir auch wieder die Gegeninformation. Das ist super. Das ist die Künstlerin. Anti-GD. Hand. Oh, sehr schön. Nice. Anti-GD Feuerwaffe. Sehr schön. Du kommst wieder vorbei, oder? Wahrscheinlich schon. Was?
nimm mich mit. Nimm mich mit? Okay. Bitte. Ich muss ihn nochmal sehen. Weiß Mutti denn davon? Ich habe das hier für ihn gemacht. Als die Terroristen angriffen, sind meine Mutter und ich gerade so mit unserem Leben davongekommen. Danach wollte ich ihn finden. Wirklich. Nur, wonach hätte ich suchen sollen? Doch, deshalb gab ich nicht auf. Meine Mutter mochte ihn nie. Das hat sie mir deutlich gezeigt. Aber ich dachte nicht, dass sie dafür sogar lügen würde. Als sie sagte, er sei tot, glaubte ich ihr. Bis ich diese Nachricht hörte. Er ist es. Er ist es wirklich. Ich hätte niemals aufgeben dürfen. Tief drin wusste ich, dass er irgendwo dort draußen ist. Doch ich konnte meine Mutter nicht allein lassen. Also versuchte ich, mich damit abzufinden. Aber es ging nicht. Ich konnte es einfach nicht und ich hing in der Vergangenheit fest. Unabänderlich. Bring mich zu ihm. Ich flehe dich an. Ich bin bereit. Sofort, wenn du willst. Sag, dass du mich mitnimmst. Ich spreche generell nicht mit Kunden. Nein. Kommt sie jetzt mit? Wahrscheinlich nicht. Also ich kann nicht ein Baby und eine Teenagerin noch an der Backe haben, das geht nicht. Das schaffe ich nervlich doch gar nicht. So. Recycle natürlich. Ach. Ich wollte doch mal die richtigen Knöpfe drücken, ne? Recyceln. Das war es dann auch schon. Und dann stelle ich natürlich neue her oder die Waffe direkt. Irgendwann habe ich Albträume von diesem Thank you. Okay, Ausrüstung herstellen. Das ist eine Handfeuerwaffe, die Blutkugeln, also mit deinem eigenen Blut geladene Geschosse, verschießt. Ja. Damit kannst du GDs, denen du begegnest, zusetzen. Ja. Die Waffe zapft dir oder einem mitgeführten Beutel Blut ab und befüllt damit ihre Magazine. Schön. Je länger du den Abzug drückst, desto mehr Blut wird in die nächste Patrone geladen. Ah. Zapfst du dir mehr Blut ab, wird auch das getroffene GD mehr Schaden nehmen. Schön. Aber saug dich nicht aus Versehen leer, okay? ich bin Multitalent, also ich schaff das. Okay, wir bauen die auf jeden Fall, das ist klar. Ich denke mal, erstmal einmal reicht, ne, oder? Ja, ja, stell mal her. So. Auf dem Rücken erstmal vorsorglich, oder? Nee. Die setzen wir direkt an Werkzeugdings. Werkzeughalterung, ne? Wo ist sie? Die Waffe da. Werkzeughalterung. Gut. Ja, so will ich das haben. Stelle ich trotzdem noch Blutgranaten her? Ich denke ja, und ich werde wahrscheinlich, damit ich ein bisschen mehr Platz habe, werde ich diese einfachen Blutgranaten recyceln.
So, das schaffe ich nicht so. Erstmal bestätigen. So, und jetzt können wir nochmal recyceln. So, die kommt weg. Also ich kann die auch so markieren, ne? Zack. Zack. Und was können wir noch recyceln? Das war's eigentlich, ne? Kein Thema, immer wieder gerne. So, wir könnten hier auch noch chirale Kristalle lassen, aber die haben schon genug. Okay. Jetzt würde ich tatsächlich noch ein paar Blutgranaten herstellen wollen. Definitiv. Ja. Machen wir einfach mal 5. Da kommt eine hin. Da kommt eine hin. Der Rest kommt auf den Rücken. Bestätigen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, kein Thema. Gerne wieder. So, mein Anzug lädt hier nicht. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich gucke mal auf die Karte, ob wir hier irgendwo einen Lade... Da haben wir doch einen Generator irgendwo. Oder Online-Schutz ist ja noch viel besser, ne? Also ein Träumchen. Okay, gut. Können wir da erstmal Pause machen. Jetzt ordnen wir unsere Fracht nochmal neu an. So, jetzt müssen wir halt gucken, dass sie... Ja, die Blutgranaten sind noch am Arm. Das ist wichtig. Da müssen sie hin. So. Hey, hier lang. Was, hier lang? Die kommt ja echt mit. Sam. Dank deiner Arbeit wächst das Netzwerk rasant. Du musst nur noch eine Sache erledigen. Okay. Du musst irgendwie diesen Schrotthändler überzeugen. Ja, ich mach. Aber schwer und hart. Ich habe vergessen, den Auftrag anzunehmen. Transport der chiraler Küsse Schrotthändler. Ja, ja, mach mal. Auswählen. Aufträge. Wie du weißt, wirst du zur Abwechslung mal einen lebenden Menschen transportieren. Als ob. Es versteht sich von selbst, dass Stürze oder schwere Stöße dieser Person Verletzungen zufügen können. Das kann nicht sein. Also sei achtsam. Diesmal mehr denn je. Scheiße. Oh, die sind doch alle verrückt. Was ist denn jetzt los? Achso. Warte mal, gerade war sie doch noch eingepackt. Das sieht aus, als ob man einen Leichensack trägt, aber da ist halt jemand Lebendes drin, ne? Die läuft jetzt normal mit mir mit. Nein, die wird echt eingepackt, du Arsch, ist nicht. Ich halte das Stundenglas. Es soll nicht zerbrechen. Okay. Junge. Ist viel sicherer für dich, wenn ich dich einpacke. Okay, sie muss ja auch vor Ruinen geschützt sein, ne? Es ist schon alles richtig so, aber ist schon ein bisschen makaber. Auftrag zugewiesen. Okay. Zwischen Fracht und Leichensack wechseln? Was, warum? Steht echt Leichensack, ne? So, rauf mit dir und dann versuchen wir den Rest... Ach du Scheiße, müssen wir viel hier lassen. Junge, aber wir können ja den chiralen Gleiter nehmen. Ja, so heißt das, ne? Schwiebelding. Ja. Guck mal, ob ich das am Boden liegende darauf packen kann. Oh ja, das können wir tatsächlich. Das geht ganz gut, ne? So, Schweberladen. Ja, alles soll darauf. Aber warte mal, wir können das ja auch so machen, ne? Zack, 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 zack. Ein bisschen anklickern und dann... Dem letzten sagen. So ist richtig. So, jetzt müssen wir alles da drauf haben, ne? Korrekt. Junge. So, Mädchen, auf geht's. Wir gehen auch nicht weit, wir gehen erstmal nach Hause. Oh, oh. Lass sie nicht fallen. Junge. So, ich guck mal, ob der Anzug da unten lädt. Ansonsten müssen wir da mal rein in den Ausruheraum. Außerdem muss ich das Baby auch noch ein bisschen aktivieren, ne? Ich muss da nochmal Pause machen. Das hilft nichts.
Denkst du, ne? Ja, ja. Such nach dem Teer, wo er brodelt und sich verteilt. Da ist es dann. Will sie mir jetzt erzählen, wo ich hin muss? Er verschluckt dich, wenn du ihn lässt. Er ist bodenlos. Er ist bodenlos. Zumindest sagen das die. Na, bevor sie anfängt, mich tot zu quatschen, erstmal rein in die gute Stube. Wir machen Pause. Hey, das hat er bitter nötig. Und das Baby natürlich auch. Junge, Junge, die Liste wird immer länger. So, können wir noch duschen? E-Mail vom Regisseur. Na, das ist egal. Okay, können wir duschen? Ich denke ja. Wobei hier duschen wäre schlecht, weil ich will das ja woanders sammeln, das Zeug, ne? Wir gehen wieder los. Scheiß auf duschen. Duschen können wir, wenn wir den Auftrag fertig haben. Denk mal, wir werden nochmal zum Verteilerzentrum zurückkommen. Guck mal, als wäre nichts gewesen. Schön, oder? So, ist mein Anzug aufgeladen? Jawohl. Okay, das war doch das Wichtigste von allem. So, und jetzt ziehen wir los. Sollten wir auf die Wettervorhersage schauen oder gehen wir einfach ins Blaue hinein? Mit Chiralium kontaminierten Abfall entsorgen. Und auf Leichen. Hat jemand eine Brücke gebaut? Sehr nett. Ist gar nicht, tut doch gar nicht Not. Gut, die ist zum Unterstellen, ne? Wenn Regen kommt. Boah, aber die Beine gehen sehr, sehr schnell leer, ne? Das ist schon brutal. Das kann man nicht anders sagen. So, wie sieht's auf der Karte aus? Wir sind auf dem besten Weg dahin. Wie sagt einer noch da? Ich auch so. Oh, 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 nicht fallen. Okay, Musik ist gut, weil dann gibt es keinen Regen. Finde ich gut. Musik ist hervorragend. Guck mal, mein Anzug ist schon fast leer jetzt. Unerhört. Ist sowas nicht in Ordnung. Es kommt Regen. Wie bitter. Mädchen, zusammen sind wir stark. Scheiße. Alarm. Idee, lass mich bitte zufrieden, ja, danke. Ich sag auch nichts, ja. Beschädigt, Langstrecke, okay. Wo ist denn hier mein Kunde? Da hinten, ne? Da wo es leuchtet, da gehe ich hin. Aber auch einen Unterstand oder so. Guck mal auf die Karte. Boah, wir sind noch ein bisschen weit weg, ne? Das Ding ist, zum Flüchten sind wir nicht schnell genug. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Das ist ein dickes Problem. Ah, ich kann auch Luft anhalten, ne? Bitte Luft anhalten, ganz wichtig. Luft anhalten. Oh. Ja, die finden mich so oder so. Finden ja nichts. Hören Sie auf damit. Geh weg. Ich möchte dich mit. Nein, heute nicht. Wir haben andere Termine. Hm?
Verpisst euch, ihr Pissnägen. So. Papa macht was anderes. So, mal gucken, ob wir noch zum Schrotthändler das schaffen. Das wäre sensationell. Ja, ich weiß, der möchte immer noch. Oh, 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 nicht hinfallen. Wir haben voll gefragt auf dem Rücken. Ich möchte schon zu Danny. Oh, 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 oh. Entspann dich. Oh, 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 entspann dich. Du kannst durchrennen, das ist kein Problem. Ah, hier ist viel zu matschig. Na gut. So, da haben wir noch was für den Filmregisseur. Video-Wiedergabegeräte. Aha. So. Okay, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind entkommen. Das ist schon mal positiv. Finde ich gut. Auch wenn Baby noch Alarm macht, aber das stört mich nicht. Wir sind gleich im Schutzgebiet vom Rotthändler. Okay, da ist aber auch immer, ne? Haben sie gut gemacht. Muss man mal ehrlich sagen. Die gehen hier permanent auf den Sack. Behälter beschädigt, das ist mir egal. Daumen nach oben, sehr gut. Ja, ja. Du bist ja mit einem Profi unterwegs. Ne? So, dann wollen wir mal Daddy und Tochter zusammenführen. Und dann haben wir den Schrotthändler in der Tasche. Das ist gut. Darum geht's ja eigentlich. Und der hat bestimmt gute Sachen für mich. Hallo, lassen Sie uns rein. So, der wird sich doch freuen. Angeforderte Fracht. Gut, er hat die jetzt nicht so wirklich angefordert, ne? Er weiß ja gar nicht, dass sie lebt. Guck an, er macht sogar die Tür persönlich auf. Schön. Ja, mit Überraschung. Bist du verletzt? Danke, Bridges. Unglaublich, dass du lebst. Das ist mein Spruch, Dummerchen. Jung? Nee. Ich dachte, du wärst tot. Mutter sagte das von dir. Ich habe es gehütet. Immer. Aber nach dem Angriff ging es nicht mehr. Ich wollte es reparieren, damit der Sand wieder läuft. Doch das fühlte sich an wie ein Schlusspunkt. Wie dich zu vergessen. Naja. Jetzt können wir nach vorn schauen. Gemeinsam. Du und ich. Wenn du bereit bist. Natürlich. Der Mann, den ich kannte, handelte nicht mit Schrott. Er reparierte Dinge, machte sie wieder wie neu. Die Teile einsammeln und das Beste daraus machen. Das kann ich auch am besten. Aber dieses eine Teil brauchen wir nicht. Die einzige Zeit, die zählt, ist die Zeit, die ich mit dir verbringe. Also zählen wir unsere Momente doch selbst. Gemeinsam. Ich bitte dich, mich zu heiraten, Dummkopf. Das ist gar nicht Daddy. Ups. Werde ich. Ich will. Ja. Da habe ich ja komplett was missverstanden. Ich habe mich schon gewundert, ob er so jung ist. Und noch etwas. Was? Vergib meiner Mutter, bitte. Oh, da muss sag ich überlegen. Ihr, dass wir das hier wollen. Hilf ihr, es zu verstehen und zu akzeptieren. Denn sie braucht uns. Und ich brauche sie.
Okay. Dinge gerade biegen kann ich. So, wir haben sie unbeschädigt abgeliefert. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, was sie gemacht hätten, wenn sie zu 50% beschädigt gewesen wäre. Hm, ich weiß nicht. Das hätte man herausfinden müssen. Hier, da hast du sie aber leider ein bisschen mit Gebrauchsspur, ne? Ja. Na gut. So, haben wir in Awesome verdient. Sehr gut. Frachtzustand plus 2, das ist gut. Sorry, dass ich so ein Arsch war. Ich habe dich und Fragile schlecht behandelt. Ich werde mit meiner Kleinen ganz neu anfangen. Sehr gut. Und wenn ich auch nicht annähernd das schaffe, was ihr da draußen macht, so will ich meinen Teil leisten. Wenn etwas repariert werden muss, kommt zu mir. Die UCA kann auf mich zählen. Ich werde mich dran gewöhnen müssen, aber es wird Zeit. Wir kommen ins UCA-Netzwerk. Ich lasse euch nicht hängen. Versprochen. Ja, da ist es wieder. Berührungsängste. Danke. Oh, ich habe Likes bekommen. Wie unpassend. Oh, ein Like für mich. Super. Okay, dann wollen wir sie mal verbinden, ne? Die Turteltäubche. Sehr schön. Oh ja, Strang geknüpft. So, der Schrotthändler, der die Fertigungsart für Folgendes zur Verfügung stellt, Geschwindigkeitsskelett. Da bin ich tatsächlich nicht so Fan von. Der Schrotthändler hat dir die Fertigungsart für Schockbombe. Prepper-Interview der Schrotthändler. Eine asexuelle Welt. Okay. Oh Gott, guck mal, wo wir hier durchgelaufen sind. Ja sicher, da ist überall GDs. Junge, Junge, Junge. Crazy shit. Ja, das war gefährlich. Sam, die ganze Region ist jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden. Auf zum nächsten Gebiet. Um South Nord City einzubinden, musst du eine Lieferung von Lake Nord City ausmachen. Okay. Ich kann nicht ganz folgen. Wieso bringen wir die Leute nicht ins Netzwerk? Dann können sie drucken, was sie brauchen. Du kannst nicht alles drucken. Das ist dir klar, oder? Nahrung, Medikamente, organische Verbindungen, dein gegen GDs erwiesenermaßen so effektives Blut. All das kann man nur auf altmodische Art verschicken, nicht über das Netzwerk. Seit dem letzten Angriff kommen die Einwohner von South Nord nicht mehr auf die Beine. Damit sie überleben können, brauchen sie alle Vorräte, die Lake Nord erübrigen kann. Geh hin und nimm den Auftrag an. Übrigens, manchmal trittst du die Rückreise auch ohne jede Fracht an, oder? Völlige Verschwendung. Mach das Beste aus jeder Strecke, indem du immer eine Lieferung dabei hast. Nein. Zum Beispiel kam gerade etwas vom Schrotthändler rein. Wohl ein gemeinsamer Auftrag von ihm und der chiralen Künstlerin. Ich denke, es wäre am besten, wenn du ihn annehmen würdest. Genaueres erfährst du am Terminal. Vorsicht, Sam. Das chirale Niveau nördlich von South North City ist ungewöhnlich. Die Zahlen deuten auf schweren Zeitregen im Gebiet hin. Scheint eine Art Unwetter zu sein, aber etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Wobei ich es ehrlich gesagt natürlich auch nicht sehe. Das Unwetter sollte direkt außerhalb meines Labors toben, aber mit dem Baby kann ich nicht nachsehen. Bis jetzt scheint es kaum Schaden angerichtet zu haben, aber könntest du für mich nachsehen? Nur halt bitte genug Abstand, okay?
Kannst du mal bitte nachsehen für mich? Oh jemine, nimm in Lake North City einen neuen Raketenauftrag für Sam an. So. Erstmal gegenschlagen. Ich habe keinen Bock mehr. Okay. Aufträge annehmen. Aufträge für Sam. Prototypenlieferung. Ja, die soll ja dahin, ne? Und wir sollen. Wir sollen nicht zum Verteilerzentrum. Ja gut, wir fahren dann. Wir gehen jetzt zum Verteilerzentrum. Alles klar, hab verstanden. Den nehmen wir an. Weil wir es müssen. Ruf auf den Rücken damit. So. Dann haben wir hier soweit alles fertig. Auftrag zugewiesen. Könnt ihr jetzt noch gucken, ob wir Standardaufträge haben, die wir noch erledigen können? Da wäre zum Beispiel noch was. Alte Kriegsaufnahmen. Das wollen wir nicht machen. Das wollen wir auch nicht machen. Und das wäre Handwerker, will ich auch nicht machen. Also alte Kriegsaufnahmen können wir auch noch mitnehmen. Kein Problem. Mit diesem kleinen Schätzchen kannst du deine Feinde betäuben und dir eine kleine Atempause verschaffen. Aha. Einfach ausrüsten und werfen. Sie haben Kontaktzünder. Sie sollten alle Lebewesen innerhalb ihres Wirkungsbereichs handlungsunfähig machen. Okay. Aber nur Lebewesen. Gegen GDs sind sie vollkommen nutzlos. Ja, super. Gegen Lebewesen habe ich meine Bola-Gun. Das reicht mir, danke. So, rauf damit. Ja, klar. Ich habe noch Platz. Ja, sicher. Immer mehr. Jo, komm, gib her. Ja, wunderbar. Wer hätte das gedacht, dass es so viel wird? So, Fracht automatisch anordnen. Zack. Bestätigen. Abfahrt. Gut. Jetzt halt die Frage, gehen wir zu Fuß oder fahren wir mit unserem Moped? Auftrag zugewiesen. Problem ist, wir haben ja hier unseren Lastenzeug noch. Ja, und ans Motorrad kann ich nichts machen, ne? Fahrzeug entsorgen. Ja, aber das ist nett, dass ihr mir winkt. Das ist nett. So, dann müsste ich das ja noch alles oben raufhauen, ne? Also warte mal, brauche ich ja nicht so, kann ich auch so machen, ne? Zack. Zack. Immer rauf damit. Oh, ich habe noch Platz. Oh, gönn dir. Ja, 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 immer rauf. Sehr schön. Und den. Wieso kann ich den nicht aufnehmen? Doch, kann ich eigentlich auch, ne? Ach, kein Platz mehr. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, was machen wir denn jetzt? Ah, Zeit zu gehen. Wir lassen ihn einfach hier. Wir können ja jederzeit neu bauen. So. Guck mal auf die Karte. Wo können wir hin? Ja, das Ding ist, wenn wir da direkt durchfahren, ist schlecht. Wir müssen eh noch nach Lake North City. Aber da können wir über die Autobahn nachher so fahren. Das ist okay. Naja, wir machen hier den Schlenker über das Verteilerzentrum. Das ist klar. Okay, gut. Schön. Wir müssen nur heil durch das. Durch dieses Mule-Gebiet kommen, ne? Aber wir sind auf einem guten Weg. Problem ist, da sind so viele komische. Ja, genau, diese Klippen hier, die sind so kacke. Unfassbar kacke. Ich fahr mal ein bisschen außen rum. So, können wir hier lang? Ja. Hier ist so eine geile Strecke. Das gefällt mir. Nichtsdestotrotz sind hier immer noch Klippen, ne? Sehr logisch. Oh, eine gute Stelle, wo wir rüber jumpen können. Da drüben ist irgendwas komisches. Das will ich nicht.
Ja, wir können auch ganz da hinten nach außen rumfahren, ne? Okay. Oder hier rüber jumpen geht auch. Oder auch nicht. Ich will es nicht riskieren mit meiner ganzen Lieferung. Was haben wir denn da? Was für ein Filmregisseur? Okay. Junge, Junge. Oh, das gefällt mir. Was nehme ich mit? Maschinen. Oh, oh. Die haben mich gefunden. Warum? Ah, ich kann das nicht mehr mitnehmen. Okay. Bin voll. Maximale Ladekapazität erreicht. Das ist das Verteilzentrum, da will ich hin. Das sieht doch gut aus. Das war nicht so gut. Noch ein kleines bisschen. Hatten wir jetzt nochmal, ne? Aber schön alles nochmal beschädigt, damit wir auch ja nicht perfekter Lieferant werden. Ja, so ist es. Oh, was wir machen könnten, hier ist nochmal dieses... Ah, ist auf der falschen Seite, ne? Aber können wir gleich nochmal abbiegen. Dann können wir unsere Behälter reparieren. Das ist super. Boah, da hinten ist auch noch einer, also... Ja. Und wir den da hinten. Das ist halt cool, ne? Diese Unterstände, die sind geil. Und wenn sich hier unterstellt, dann wird alles repariert. Oh, guck mal, hier liegen noch spezielle... Ach, Mumm. Boah, guck mal hier. Jetzt werden die sauber gemacht, das ist geil. Jetzt kriegt man auch die Bestätigung, ne? Achso, ne. Kriegt man nicht. Ich dachte, die sind alle repariert jetzt. Nicht? Och, die sehen doch alle wieder top-notch aus. Und bis die noch zu retten waren. Na gut. So, die nehmen wir gleich mit, die XL-Lieferung. Halt, stopp. So. Wollen wir mal liefern. Liefern. Angeforderte Fracht. Bestätigen. Warst lange unterwegs, was? Jo. Ich hoffe, der Fracht geht so gut wie dir. Nö. Sehr schön. Doch, sehr schön. Okay. Ich schätze, du warst der Richtige für den Job. Ein Prozent hat das gekostet. Okay. Also okay. Awesome. So, deinem Privatraum wurde eine neue Funktion hinzugefügt. Rucksackanpassung. Okay, was muss ich mir da drunter vorstellen? Weiß ich nicht. Ah, okay, alles klar. Fahrzeugfarbendaten zur Verfügung gestellt. Schön. Wir können jetzt auch unser Fahrzeug customizen. Weil. Gesamt wird alles erhöht. Alles mit 1%. Super. Awesome. Sehr schön. Okay. Das war doch ein erfolgreicher Lieferung. Also seine Sachen. Motor und Tasche. Die sind anders als unser normales Zeug. Neue Typen, wie du gehört hast. Dass ein Schrotthändler das gebaut hat. Hab schon gehört, er sei ein Profi. Aber trotzdem, echt beeindruckend. Ich melde mich beim HQ und setze mich an die Bewertung.
Sehr nett, danke. Hey, die Leute vom Verteilerzentrum haben gerade die Testergebnisse zu den Prototypen geschickt, die du geliefert hast. Haben wohl beide für Furore gesorgt. Vor allem der Motor war beeindruckend. Okay. Sie konnten nicht fassen, dass er aus Schrott besteht. Man kann ihn problemlos in einen modifizierten Truck einbauen. Der Schrotthändler trat den UCA bei. Der Motor wurde zur Liste herstellbarer Vorräte hinzugefügt. Auch über die Tasche hatten sie Gutes zu berichten. Der Vertrag ist bereits geschlossen und du findest die Tasche in deinem privaten Raum. Willst du deinen Rucksack anpassen, musst du sowieso dort vorbeischauen. Ah ja. Ich hoffe jedenfalls, dass du weißt, was du den beiden verdankst und dass du die neue Ausrüstung testest. Was? Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Auf einmal muss ich denen was verdanken? Ich bin verwirrt. Na gut, wir gucken mal, was wir recyceln können. Eigentlich will ich noch alles behalten, ne? Außer die Blutgranate hier, die kann weg. Ja, die kann weg. Habe ich sonst noch was, was weg kann? Sehe ich nicht so, ne? Das ist, den Rest, den brauche ich alles. Brauchen die hier noch chirale Kristalle? Ja, theoretisch. Neue Stiefel sollte ich auch mal herstellen, ne? Ja, wir gucken mal. Vielen Dank für die Unterstützung. Okay, Ausrüstung herstellen. Ach, jetzt können wir einen Truck bauen. Ja, nice. Ach, wunderbar. Ich hoffe, der ist einfacher zu bedienen. Ich glaube, das machen wir jetzt mal direkt. Ja, mach mal. Stell mal her. So. Und wir ruhen uns im privaten Raum aus. Guck mal, hinter uns steht schon der Truck, ne? Ja. Da ist schon unser Truck. Nice. Den können wir noch ein bisschen customizen, tatsächlich, glaube ich. Machen wir gleich erst. Erstmal chillen wir hier eine Runde. Wir müssen ja duschen. Sam, weißt du eigentlich, dass du in deinem privaten Raum deinen Rucksack anpassen kannst? Nee. Probier's doch mal aus. Okay. Mach ich. Figur ansehen? Nein. Agil. Rucksack anpassen 4. So, was können wir denn hier Schönes machen? Ausrüstung. Objekt erstellen. Accessoire ist leer. Windmühle. Oh, guck mal einer an. Guck mal sogar das die Farbe ändern. Ach nee, das ist vom Rucksack, ne? Komm hier, wir machen für Toni machen wir sowas. Auch wenn er nicht da ist. Was ist, haben wir hier? Granatentasche. Oh, Zusatzakkus. Ja, leck mich fett. Ja, los. Bestätigen. Und das hier, zack. Was? Wo ist das Problem jetzt? Ah, das ist das Problem. Hatte keinen Platz. Ja, supidupi. So, was ist da? Ausrufezeichen noch? Nö, das ist egal. Bestätigen. Ja, bestellt mal alles her. Hammer. Okay, das ist natürlich jetzt ein Upgrade, ne? Kann man nicht anders sagen. Da sollen wir ja nochmal hingucken. Machen wir nicht. Wir gehen duschen. Und noch eine Probe. Gut, jetzt haben wir davon genug. 5 Granaten im Bestand. Ne? Die nehmen wir gleich mit. Das ist schon mal positiv. Und jetzt benutzen wir die Toilette noch im Sitzen. Mal gucken, ob das was produziert. Wir essen ja eigentlich fast nichts. Kann sein, dass wir da gar keine rauskriegen. Ich muss mehr essen. Ich muss mehr diese Würmer essen, damit ich Granaten bauen kann. Schlimm.
Also müssen wir drauf achten. Jetzt heißt es doch einfach nur noch aus hier. Würde ich sagen. Wir sind ja auch alles erledigt. Wir sind topfit. Das wollen wir haben. So. Oh, jetzt kriegen wir noch eine Babysequenz. Ist schon Weihnachten, okay. Ist doch nicht nötig. Was ist es nur? Was ist es nur? Sieh an, eine Beanie. Die magst du doch. Und was ist mit dir, Kleiner? Soll ich es aufmachen? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Einen Raumfahrer. Und mein Kumpel kriegt auch ein Geschenk. Die werde ich nicht mehr brauchen. Ich kämpfe nicht mehr. Nur du zählst jetzt noch. Deshalb bleibe ich hier bei dir. Mein Freund wird das gebrauchen können. Also, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Alles klar. Frohe Weihnachten. Wusste doch. Kurz vor Ostern ist nochmal Weihnachten. So, jetzt haben wir hier das schöne Fahrzeug stehen. Ne? Dann könnten wir theoretisch... Nee, fragt mich lieber auch nicht. Wir wollen ja hier eigentlich das noch customizen. Wie können wir das denn machen? Das geht nicht. Naja gut, dann ist das so. Ich dachte, ich kann das hier nochmal... Ah doch, jetzt hier. Warte mal. Ah ne, Fahrzeug benutzen. Okay. Schade. Dann fahren wir mal durch die Gegend. Okay. Okay, wo müssen wir lang? In die Richtung, ne? Das ist sowas von richtig. Und dann versuchen wir nach... Oh. Wenn im Liefertümmel angezeigt wird, das Symbol unten rechts, bedeutet, dass es sich im Gemeinschaftskasten der Einrichtung Fracht befindet. Okay. Achso, apropos Fracht. Vielleicht haben die ja was für Lake Not City. Kann ja gut sein, ne? Müssen wir ja jetzt hin. Guck mal. Wenn wir hier raussteigen, ist ja gar kein Thema. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. So. Gucken wir mal. Aufträge für Sam. Haftwaffen. Die sollen da beschafft werden und dann nach Lake North City. Gar kein Bock. Und Cosplayerin. Die gibt's auch noch. Nö, danke. Standardaufträge. Was haben wir da? Nö. Wobei, das würde auf dem Weg liegen. Ne? Ingenieur liegt auf dem Weg. Aber das ist kacke, da rumzufahren, weil da Mule-Gebiet ist. Haben wir hier? Nein, der alte auch nicht. Der Handwerker. Jo, der ist schon eher. Ich will aber was für Lake North City haben. Warte mal, da war doch was. Oh ja. Dann nehmen wir das hier. Oh, nimm mit. Nehmen Sie mit. Ja, ja, bestätigen. Muss ich mal alles bestätigen. So, erstmal auf den Rücken damit. Ah, das passt schon. Keine Sorge. Aufbrechen.
sind wir am Limit, aber das ist gar nicht so schlimm, weil wir haben ja eh ein Auto. Eine angenehme Reise. Ja, ja, angenehme Reise, das sehe ich auch so. Bitte dranbleiben. Wir kamen voll ins Wanken. So, jetzt packt er tatsächlich alles ins Auto rein. Und wenn er aussteigt, hat er wieder alles drauf. Das ist super. Das gefällt mir. Okay, dann fahren wir nach Lake North City. Auf geht's. Erstmal mit dem Auto. Es kommt immer was Neues dazu. Wunderbar. So, das Ding kann auch so ein bisschen hüpfen, ne? So, zack. Entweder hat was verloren, ist mir egal. Jetzt gucken wir mal, können wir hier rüber hüpfen? Nicht so wirklich. Okay. Hat jemand den Weg verschüttet? Skandalös. So, wie ist es damit, durchs Wasser zu fahren? Ich guck jetzt mal, wo die Verbindungsstraße ist. Da müssen wir hin, ne? Also macht es keinen Sinn, über den Fluss zu fahren eigentlich. Macht eigentlich keinen Sinn. Gucken wir, ob ich hier noch einen Weg finde. Irgendwie schummeln wir uns da hoch. Boah, wenn wir hier so ansetzen. Dieses scheiß Auto will ja nicht hoch. Hey, was machst du denn jetzt? Bist du dumm, Auto? Aha. Aha. So. Oh Gott. Jetzt verstehe ich auch, warum dieses Auto springen kann. Das ist eine Katastrophe. Und das ist ein Allrad, ne? Ich frage mich, ob jemand zusieht. Ich frage mich, ob jemand zusieht. Oh, das ist gut. Das frage ich mich auch, ob hier jemand zusieht. Ja, 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 ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich frag mich, ob jemand zusieht. Ja, Sam weiß, wie die Hase läuft. Okay, da ist die Autobahn. Das ist perfekt. Da muss ich nur noch hinkommen. Und dann können wir Fullspeed durchheizen. Verteiler? Nö, Verteilerzentrum nehmen wir nicht mit. Wieder Blitz. Brumm, brumm. Was? Ich hab's zerstört, weil ich drüber gefahren bin? Leck mich fett. Bin so ein Schlingel. Okay, schnell ist es nicht, aber es ist gut. Also, das gefällt mir. Okay, wenn wir Mittelstreifen fahren, verlieren wir keinen Ladebalken beim Akku, aber er lädt auch nicht auf, also das ist total wurscht. Was willst du denn jetzt? Geh weg. Fahr hier doch nur lang. Tue ich doch nix. So, und schwuppdiwupp sind wir gleich in Lake North City. So, hier könnten wir theoretisch noch den Akku laden, ne? Ach, hätten wir anhalten müssen. Okay, jetzt sind die... Finde ich aber auch gut gemacht, ne? Also, das Auto ist langsamer. Dafür ein bisschen sicherer. Und das Motorrad ist halt schneller, ne?
Also ihr wollt mich doch jetzt nicht angreifen, oder? Nein, sowas macht ihr jetzt nicht. Hört auf damit. Die kleinen Stinker. Nee, nee. Noch schwuppdiwupp gleich da. Okay, sehr schön. Aha, überfahren. So. Und schon haben wir die ganzen Kilos auf dem Rücken. Ja, ja, du schaffst das. Du schaffst das noch bis zum Terminal, mein Freund. Ganz sicher. Okay, nice. Die Leute in South Nord City haben wegen der Terrorangriffe in letzter Zeit viel durchgemacht. Ja. Auch Versorgungsgüter erreichen sie jetzt nur unregelmäßig. Okay. Es hungert niemand, noch nicht. Aber in der Stadt breitet sich Unbehagen aus. Du musst ihnen so viel Nahrung, Oxytocin und andere Grundversorgungsgüter wie möglich bringen. Außerdem lieferst du Samen, Regenwurm- und Insektenproteinpaste, organische Chemikalien und mit deinem Blut versehene Anti-GD-Waffen. Nichts davon kann man via chiralem Drucker senden. Das wird die Einwohner daran erinnern, dass sie mit dem Rest des Landes verbunden sind. Es wird ihnen Hoffnung geben. Und wenn du sie ans chirale Netzwerk anschließen kannst, ist das umso besser. Aber trotzdem lässt mir etwas keine Ruhe. Okay. Fragile war vor kurzem hier und sagte, der Strand sei irgendwie instabil, weshalb sie Probleme habe zu springen. Bis Ruhe einkehrt, wird sie dich nicht unterstützen können. Ach, hör auf jetzt. Fragile ist im Verteilerzentrum südlich von Lake North City, falls du mehr wissen willst. Ich habe dir ihren Standort auf der Karte markiert. Sieh dir das mal an. Und übrigens scheint die chirale Dichte überall zu steigen. Wir untersuchen gerade, wie das die Funktionalität der Cupids beeinflusst. Aber du musst dir darum keine Sorgen machen. Mach weiter das, was du am besten kannst, ja? Okay. Also liefern. Hey Sam, schön dich zu sehen. Du bist einfach legendär. Es scheint alles in bestem Zustand zu sein. Mhm. Vielen Dank, Sam. Kein Problem, Biggie. Awesome. Weit gereist. Bis zur nächsten Lieferung. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Na klar. So. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere. Naja, ich guck schon. Auf. Nee, auf. Nein. Aufträge annehmen. So, Aufträge für Sam. Was haben wir denn da? Lieferung von Notration für South North City. Ah, da ist echt South North City da hinten noch. Ach, du Scheiße. Junge, das ist ja noch weiter als der Schrotthändler. Mist. Mist, Made. I hate it now. Okay, aber wir nehmen den Auftrag hier an. Klar, logisch, wir sollen das ja machen. Bestätigen. Oh, bestätigen. Auf den Rücken damit. Ja, sicher, immer rauf. Oh, ich hab Platz. Ja. Gut. Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Auftrag kann nicht bearbeitet werden. Bitte warten, bis das Problem behoben wurde. Was? Oh, hi, hi. Sam Bridges, nehme ich an. Ja, ist richtig. Tut mir leid, das System scheint irgendwie zu spinnen. Na, hör doch auf. Eins der Pakete wurde nicht korrekt abgewickelt und fehlt in dem Auftrag. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Irgendjemand hat es doppelt etikettiert und es war nicht klar, ob es für Fragile Express oder Bridges war. Naja, sorry wegen der Störung und Vorsicht. Fragile heißt ja zerbrechlich. Okay. Das ist doch eine Bombe. Die wollen mich rollen. Die wollen mich verarschen. Nehmen wir sie mit.
Ich sag dir, das ist eine Falle. Aber das müssen wir trotzdem machen. Es hilft ja nichts. So. Haben wir überspringen. Jetzt gucken wir nochmal, können wir noch mehr mitnehmen? Standardaufträge, was haben wir auf dem Weg sozusagen? Zum Beispiel, das ist auf dem Weg, definitiv. Keramik. Ist aber 96 Kilo schwer, also das schaffen wir nicht. Wir brauchen was Leichtes. Was ist das? Lieferung? Filmregisseur? Wäre auch theoretisch auf dem Weg, aber leider ziemlich Kackweg, ne? Das ist keine Autobahn und nix. 42, ne, auch nicht gut. Schlaftabletten für den Alten? Nö. Handwerker ist auch nicht so geil, aber ist okay, ne? Ist am Ende der Autobahn. Lieferung für Aufschriebene? Nein. Ach komm, ihr kriegt einen Scheiß, kriegt ihr. Aber ich kann ja noch Standardaufträge mit Bots machen, ne? Zum Beispiel das hier. Perfekt. Das kann der Bot doch wunderbar machen. Let's go, Bot. Ja, mach mal. Haben wir noch einen Bot zur Verfügung? Ich meine, wir hatten zwei, ne? Oder? Nee. Definitiv no. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir mit unserer großen, fetten Lieferung los. Wir könnten jetzt auch was hier frachtmäßig einlagern, ne? Das wäre, glaube ich, ganz sinnig, wenn wir das machen. Weil man weiß ja nie, was unterwegs passiert. Das ist ein weiter Weg. Ich glaube, das ist genau das, was wir machen. Warte. Zack. Die ganzen Notrationen werden verladen. Lade auf Fahrzeug. Ja, geil. Der hat auch eine super Ladekapazität, ne? Jo. Jojojojo. Okay, den Rest nehmen wir so mit. Wie immer. Bestätigen. Du hast dich genug... Ach, leck mich. Und auf einmal habe ich wieder genug Gegenstände, ne? Okay, gut. Ist das Auto geladen? Nein. Auto müssen wir noch irgendwo laden. Das ist wichtig. Eine angenehme Reise. Angenehme Reise. Auf diese Weise wünschen wir Ihnen eine angenehme Reise. Ja. So, sind das hier Ladestationen? Ich denke, vermute... Ja. Aber sowas von. Guck's dir an. Geil. Ist an alles gedacht hier in dem Spiel. So. Und dann fahren wir wieder Autobahn. Ist ja logisch. Achso, hier komme ich ja nicht durch. Muss ja immer durch dieses Tor. Eine angenehme Reise. Hauptsache, die haben drei Gates, weil... die denken echt, hier kommt noch richtig guter Verkehr. Naja. Okay, let's go. Wir ziehen voll durch jetzt. Stauf Not City. Ich komme. Ich eile. Ich bin fast da. Ah, die Feinde sind auch ready. So, ich bin mal gespannt, wie das mit dem Auto ist im Zeitregen, weil wir sind eigentlich nicht schnell genug, um davon wegzufahren, ne? Das muss man ja auch so sagen. Mal gucken, ob ich dann rausgezogen werde aus dem Auto. Ich denke mal, ja. Ich glaube, genau so wird das ablaufen. Aber ich freue mich schon, wenn es soweit ist. Kann ich jetzt schon mal so sagen. Letztendlich bin ich ja gut ausgerüstet für...
ein GD, um ihn fertig zu machen. Das ist mal klar. Ah, apropos GD. Es regnet. Schön. Wundervoll. Ich mag Regen, ganz dolle. So, ich würde sagen, wir fahren wieder über das Verteilerzentrum, ne? Können wir da vielleicht nochmal so einen Zwischenstopp machen? Hatte ich jetzt was fürs Verteilerzentrum mitgenommen? Ich glaube nicht, ne? Das hatte ich mit dem Bot geschickt. Ja, hatte ich mit dem Bot geschickt. So, kommen wir hier hoch? Ich denke, ja. Ob es praktisch klappt? Weiß man nicht. Oh, klar. Geht ganz gut, ne? Geht doch ganz fluffig hier. Wetterstation. Haben wir hier noch Sachen rumliegen fürs Verteilerzentrum? Ich meinte, hier war noch was. Granate 0. Okay, ah, da runter muss ich. Okay. Ich hab verstanden. Mach ich halt so. Upsi, tut mir leid, Handwerker. Oh, ich bin so ein Arsch. Ah, das Keramik, ja, ist mir egal. Ich bin kein guter Lieferant. Okay, ich will hier gar keine Pause machen. Ich will einfach mich noch aufladen. Bin hier irgendwo eine Ladestation? Nein, aber die werde ich auf dem Weg noch finden. Achso, warte mal, hier, die Speziallegierung nehmen wir noch mit. Die können wir hier noch abgeben, die Speziallegierung. Klar. An der unten Ladestation? Ich guck mal, ich check mal, ich meine ja. Von den Seiten, ne? Die sind alle rot. Die sind alle rot hier. Ah ne, die sind keine Ladestation. Okay. So, dann laden wir mal das spezielle Zeug ab, ne? Speziallegierung. Die können das hier gut gebrauchen, weil sie sind ja ein Verteilerzentrum. Ah, siehst du? Haben wir auch nicht Platz. Ne, wir wollen nicht im Privatraum, wir ziehen einfach weiter. So. Ne, hier kann man tatsächlich sein Auto nicht irgendwo noch laden. Schade eigentlich. Ich kann es natürlich hier einlagern, dann ist es geladen, aber wäre zu viel Aufwand jetzt. Das will ich nicht. So. So, repariert sich das Auto, wenn ich ihm mich unterstelle? Ich glaube nicht, ne? Okay, wir gucken jetzt mal nach dem Ladestation, am Generator und nach der besten Route nach South North City. Da müssten wir eigentlich hier so vorbei und dann da runter, ne? Das wäre super. Wenn wir dann einen schönen Weg finden. Dann würde ich sagen, diese Ladestation ist eigentlich am geilsten, wobei da noch der Fluss ist, ne? Ah, ich muss mal gucken. Wir werden sehen. Ich werde die Augen offen halten, würde ich sagen. Ja. Da liegen noch Sachen rum, aber das ist mir egal. So, wo fahre ich jetzt am besten lang? Ja, doch. Hier so ein Wurstelweg mal durchfahren, ne? Wat mut dat mut. Okay. Auto. Mach mich einen miesen, ja?
Wenn du durch Wasser fährst. Ja, ja, aber ich fahre ja nicht durch Wasser, oder? Nein. Was will ich nicht tun? Ah, guck mal, da ist noch eine Ladestation. Die ist auch ideal da. Oh, hier darf ich nicht reinfahren. Ah, der Akkuverbrauch steigt schon massiv, ne? Was ist denn jetzt los? Fängt Regen an? Das wäre schlecht. Okay. Wäre ich hier so vorbei, ne? Spaßig. Erstmal laden wir den Hobel. So. Mal los. Los. Los, sagt er. Ey, Auto, mach nicht den Miesen. Danke. Guck mal, da ist noch so ein Privatraum, da könnten wir den Regen noch dodgen, ne? Das ist doch hervorragend. Mit Ladestation und allem Pipapo. Allem Schnickidi-Schnack. So mögen wir das. Scheiß auf Regen. Wir fahren einfach in Sicherheit. So. Hallo? Ach, hier ist auch Mrs. Fragile, oder was? Nein. Kann ich das Auto nicht hier einlagern? Ich guck mal. Ja, klar. Rein mit dir, Auto. Okay, das ist ja cool. Sensationell. Na, gucken wir gleich mal, ob wir den Regen dodgen. Oh, Lieferungsbot hat schon den Auftrag abgeschlossen. Sehr guter Mann. Oder Gerät. Der Gerät. Kann ich jetzt hier... Nee, dann muss ich ans Terminal, ne? Oder? Kann ich hier am Terminal Wetter beobachten? Mal. Nee, können wir nicht. Ach, das ist ja bitte. Ja? Nee. Okay, dann müssen wir für draußen sein. Das ist nicht schön. Das wäre gut gewesen, wenn man hier drin so sitzen kann und dann einfach sagen kann, ja, schlecht Wetter, ich gehe nicht raus. Dann gucke ich halt raus. Ist ja kein Problem. Okay, es regnet heftigst. Gucken wir jetzt mal. Tee. So, wie sieht's denn jetzt hier in 10 Minuten aus? 20, 30, gar immer schlecht. Und Richtung South North City auch. So, sie hat uns ja hier noch eine Markierung irgendwo gegeben, um sie zu treffen, ne? Aber da ist nichts. Muss noch dichter ran scrollen? Nö. Na gut, wir werden South North City verbinden und dann ist gut. Aber wenn wir sehen, was passiert. Hätte irgendwas südlich gesagt von oder. Ach, so, ich mal. So, ich fahre jetzt einfach mal los, just for fun, weil ich kann. Wir werden massiven Akkuverbrauch haben. Ich hoffe, ich finde genug Ladestationen. Das steht fest. So. Muss hier irgendwie einen Weg durchfinden. Das wird spaßig, sage ich euch. Hier ist auch noch ein Mühlgebiet, ne? Ne. Ja doch, aber das ist noch nicht verzeichnet. Okay. Na gut, ich bin gespannt. I'm so excited. Okay, da wird der Untergrund besser. Ist hier ein Fluss oder... was ist das denn für eine krasse Abbruchkante? Muss ich da irgendwie safe runter? Ohne, dass alles kaputt geht? Hier sieht es doch auch gut aus. Ja, sehr gut. Ach, Regen hat aufgehört. Perfekt. Hier ist wieder der Regen, ne? Krass. Okay, gut. Dann fahren wir hier wieder hoch. Fahren im Regen hinterher.
Okay, wie kommen wir jetzt dahin? Einfach weiterfahren. Hier ist, glaube ich, schon ein Teil davon, oder? Oh ja. Hier ist blöd durchzufahren. So, ich muss ein bisschen die Augen offen halten für Ladestationen, ne? Oh, passt das? Ja. Ich sehe aber keine Ladestation. Ah, da hinten ist South North City, ne? Da, wo noch was steht. Hier, das ist alles kaputt. Und hier sind wir dann auch schon da, richtig? Richtig. Gut, geil. War ja easier als gedacht. Das finde ich gut. Ja, yeah, okay. Sehr schön. So, wichtig ist, dran denken, die Kraft aus dem Auto nehmen. Oh, was ist jetzt passiert? Was habe ich kaputt gemacht? Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Vorsicht. Fragile heißt ja zerbrechlich. Wusste es. Oh, hör doch auf jetzt. Die sind echt in die Luft geflogen. Geil. Ich hab's geahnt. So, wo starten wir wieder? Ah, hier. Jetzt kann ich das Päckchen noch schnell entsorgen. Es ist noch Zeit. Junge, ich wusste es doch. Guck mal, mein Instinkt hätte mich dazu veranlassen müssen, ja. Okay, wo finde ich jetzt das Paket? Ist das noch oben drauf auf meinem... Und wie... Da steht auch noch eine kleine Wasserstoffbombe. Ja, nimm mal eine kleine Wasserstoffbombe mit. Das ist okay. Was mir Sorgen macht, vorherige Besitzer, Fragile und vier andere. Okay, ja, wenn wir die drauf haben, können wir sie irgendwo abladen, ne? Hier, da hinten ist schon alles kaputt. Legen wir vertrauensvoll hier irgendwo in die La Pampa. Und dann machen wir auch nichts kaputt. Oder? Nein. Hier ist doch ein gutes Fleckchen. Wir scannen hier auch nochmal, da hinten liegt ja noch irgendwas. Was ist das? Spezielle Legierung, da können wir noch was mitnehmen von, ne? Ja. Okay. So. Frachtmenü, Fracht und die kleine Wasserstoffbombe. Wir können auch die Vorbesitzer angucken. Hicks. Erster Besitzer. Leck mich fett. Okay. Also die haben genug Hinweise gegeben, dass man die nicht einfach mitschleppt. Ich natürlich, naiv wie ich bin. Ja, nimm mit. Oh, oh. Ah, was habe ich getan? Die geht jetzt in die Luft oder was? Ach, leck mich fett. Das könnt ihr mir noch nicht antun. Das könnt ihr mir jetzt nicht antun, dass sie jetzt in die Luft gehen und nicht in die... Also nein, hören sie auf. Kriegen wir das noch mit hier? Oh, locker. Ah, Resine und Keramik ist erstmal nicht wichtig. Oh, ich würde sagen... Ach, die Bombe... Guck mal, die Bombe wird sogar... Ach, das ist... Die geht gar nicht in die Luft. Das wird mir nur angezeigt, dass ich die verloren habe. Oh, schrecklich. Ja, ich habe die zurecht verloren, ihr Bastarde. Wie kriegen die nicht? Kann ich sie vernichten? Weiß ich nicht. Guck mal. Ich hab ja Waffen, ne? Oder? Hier? Ne, die macht keinen Sinn, aber... Ne, die macht auch keinen Sinn eigentlich. Ne, das macht keinen Sinn. Oh je. Nein. Boom. Jetzt sag nicht, ich hab verloren. Wo bist du überhaupt? Als ob. Order failed. Gebiet von Explosion zerstört.
Bin verwirrt. Was soll ich tun? Was ist mein Job? Was mache ich mit dieser Bombe? Ich bin verwirrt. Was soll ich mit dieser Bombe tun? Muss sie woanders hinbringen? Da macht sie doch nichts kaputt, oder? Gucken mal. Hier, wer braucht denn diese hässliche kaputte Autobahn? Kann sein, dass sie so heftig ist, dass sie mich noch erwischt hat, ne? Oh Gott, mein Truck ist gleich leer, das wäre schlecht. So, wir versuchen es nochmal. So. Seht ihr vielleicht, was ich damit machen kann? Eine kleine Zeitzeile wird aktiviert, sobald Sam von der Bombe getrennt wird und sie explodiert, wenn der Zähler 0 erreicht und wenn sie nach South North City hineingelangt. Fragile muss sich das ansehen. Achso. Jetzt verstehe ich, wo der Fragile muss sich das ansehen. Ja, nur wo muss sie sich das ansehen? Wo ist sie denn, die Kleine? Ah, je. So kann ich gucken. Wo ist sie denn? Hat sie der Chiralen Künstlerin? Die hat ja gesagt, sie hat eine Markierung auf der Karte gemacht. So, aber ich sehe hier nichts. One X. Und wenn ich hier reinfahre, boom. Wenn ich die Bombe liegen lasse, boom. Das ist doch kacke. Sie hat doch gesagt, sie hat mir eine Markierung gelassen. Jetzt habe ich den scheiß Auftrag an der Backe und ich finde die Tante nicht. Was ist das? Eigene Markierung, achso, okay. Ne, das will wohl nicht. Ich scroll hier nochmal richtig ran. Vielleicht finden wir dann was. Sieht aber nicht danach aus. Liefere alle Neubehälter mit Notration. Ja, das ist auch soweit richtig. Guck nochmal, Aufträge. So. Aha. Jetzt ist das ja gar nicht mehr drin, ne? Dass wir das für sie da. Wie machen wir das denn jetzt? Er hat mir eine Markierung gegeben. Ich bin verwirrt. Oder war das hier? Bin ich zu weit gefahren? War das Lake North City? Vielleicht Verteilerzentrum? Ich gucke nochmal genauer auf die Karte hier. Retrial. Ja klar, das war hier. Sie ist hier. Oh mein Gott. Oder? Wie muss ich das ansehen? Ja, ich muss nochmal zurückfahren. Das ist jetzt ein dickes, fettes Problem an der Backe, ne? Da habe ich mich so gefreut, dass ich da so schadlos durchgekommen bin. Und das Spiel sagt mir, nö, mach nochmal von vorn, bitte. Okay. Ich habe da nicht gut aufgepasst auch, ne? Also ist ja meine Schuld im Prinzip, weil ich habe sie reden lassen und gar nicht aufgepasst, was mein Auftrag war. Beziehungsweise, sie hat nicht mit mir geredet, sondern mein Boss. Okay, ich muss das Gerät hier irgendwie aufladen. Ich muss einen Generator finden. Ich darf ja nicht reinfahren. Wobei, tanken könnten wir, glaube ich. Das ist erlaubt. Wir gucken mal. Ja, ich weiß, er ist fast leer. Spann dich. So, ich glaube, die Ladestation dürfen wir benutzen. Bin mir aber nicht so ganz so sicher. Wir fahren hier aber nicht rüber, sondern dahin. Nee, wir dürfen das nicht. Wir dürfen noch nicht mal unser Auto aufladen. Wo ist sie überhaupt? Wo ist sie überhaupt? Ja, richtig, wo ist sie denn überhaupt? Kann ich laden, wo ich noch da bin? Begonnener Auftrag? Ja, 14:36. War 19:10 Uhr. Ich glaube, das ist gut. Wir laden das mal. Dann starten wir quasi wieder im Verteilerzentrum. Korrekt?
Korrekt. Peace. Gut so. So, die Bombe haben wir schon an Bord, glaube ich. Gut. Und wie finde ich jetzt Fragile? Das ist jetzt die große Frage. Die soll ja hier sein, angeblich. Also steht ja da drin, ne? Sam. Fragile, 2 Meter. Das heißt, ich sollte hier in mein Privatquartier gehen. Und dann gucken wir, ob sie oder was von mir will. Ich bin mit diesem Auftrag noch nicht irgendwie ganz so konform. Leider. Aber wir werden das herausfinden. So. Ich kann ja auch versuchen, einen Sprung zu machen. Ne? Oh, hi, hi. Sam Bridges nehme ich an. Jetzt ist er wieder da. Hier steht, der Kunde ist Fragile selbst. Achso, so ein Rückblick. Vorsicht. Fragile heißt ja zerbrechen. Mach mal Boom, du Sack. Gut, wir haben es gelöst, das Ding. Wovon redest du? Das Paket, das ich für dich geholt habe aus Lake Knot. Moment, ich habe kein Paket erwartet. Er sagte, der Kunde sei Fragile selbst. Das System laufe nicht und ein Bote von Bridges müsse es persönlich überbringen. Wer? Hey, ich sag doch, es war Hicks. Komm, das muss ich mir ansehen. Ja, schnell, schnell. Kann das ja bestimmt entschärfen, oder? Oder bringt es zum Strand? Eine Atombombe! Nicht schon wieder! Das kann der Mistkerl mir nicht nochmal antun! Der Timer läuft bereits. Ich kann ihn nicht stoppen. Uns bleibt nur eine Option. Sam, wir müssen sie loswerden. Bring sie zum Krater bei South Knot. Das ist eine Teergrube, abgrundtief. Wenn wir sie reinwerfen, haben wir vielleicht eine Chance. Was? Ich habe 23 Minuten Zeit? Scheiße. Unter Druck arbeite ich am schlechtesten. Naja, immerhin haben wir das Problem abgekürzt. Ich hätte jetzt den ganzen Weg zurückfahren müssen, aber das ist echt coole Speicherstände. Okay, Sam. Ich habe die Position des Kraters auf der Karte markiert. Nett. Bring die Atombombe sofort hin und entsorge sie. Eine angenehme Reise. Auf einmal sind es nur noch 20 Minuten. Eben waren es noch 23 Minuten. Leck mich fett. Die Zeit rennt, meine Damen und Herren. Ich bin ganz schnell am Arsch. Oh, aber vielleicht können wir ja dann den Auftrag gleich da hinten dran schieben. Ah, 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 bleiben Sie stehen, nicht hinfallen. Es ist fragil, die Bombe. Okay, South Knot City. Also, den Weg kennen wir ja schon. Nur den Krater kennen wir noch nicht. Wo ist der? Oh, J im Himmel, Arsch und Zwirn. Der ist, ach ja. Direkt bei der Künstlerin, das ist ja schön. Wunderbar. Also, dann fahren wir hier an dem ganzen Gebiet so rüber. Eine gute Idee. Willkommen, Sam Porter Bridges. Wir nehmen wieder die Autobahn, ist so selbstverständlich. Warte mal, die Autobahn können wir hier gar nicht nehmen, ne? Richtig, wir können die Autobahn gar nicht nehmen. Weißt du was? Ich fahre einfach durchs Mule-Gebiet. Die können mich mal. Hier habe ich auch Infrastruktur, das heißt Ladestation ohne Ende. Ist auch gut so. Wir haben hier ein paar Brücken. Ich fahre da lang, oder? Lass mal sehen. Ist das clever? Ich würde sagen, ja.
Wenn die mich abschießen, sind die ja selber schuld, jagen sie sich ja in die Luft, ne? Naja. Hallo? Mal. Oh, warte mal, hier komme ich nicht rüber, ne? Autsch. Leute, es tut mir leid, dass ich euch angegriffen habe. Scheiße. Ja, das hätte nicht passieren dürfen. Na gut. Wir haben noch eine Bola-Gun. Ja. Dann schicken wir euch alle schlafen. Hallo? Na? Na? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Mann, hör doch auf jetzt. Du bist so dumm. Das will ich nicht mitnehmen. Wo sind meine Sachen? Wollen wir nicht mehr. Mein Auto wieder fit? Hoffe. Hier liegt nichts von mir, ne? Richtig? Richtig. Gott, diese Gegend, ich hasse sie. Ich hasse sie ganz abgrundtief. Steig ein und er schießt schon wieder einen auf mich. War da oben lang. Das ist die richtige Art und Weise, hier lang zu fahren. Hey, ihr könnt schießen, was ihr wollt, ihr Säcke. Ihr könnt schießen, was ihr wollt. Oh oh. Mein Akku geht leer. Ich hoffe, hier ist eine Lade. Da ist eine Ladestation. Perfekt. Wenn die wüssten, was ich an Bord habe, ne? Dann würden die gar nicht so ein Tarar machen. Fängt jetzt schon wieder Regen an? Ich hoffe nicht. So, die Hayopa sind weg. Das ist schon mal gut. Und ich bin auch gleich wieder geladen. Gut. Als wäre nichts passiert. Ich glaube, an einer Brücke ist auch immer noch eine Ladestation, ne? Ja. Oh Gott, ist das auch ein Mühlgebiet? Ich denke ja. Nee. Das ist ein Kunde von uns. Oh, es regnet. Das ist schlecht. Schlecht für unser einer. Wie komme ich hier wieder weg? Junge! Was für eine scheiß Gegend. Schaffst das Auto. Ich glaube an dich. Nein, nein, nein. Oh oh. Alarm. Okay. Wir haben wieder die Wände geschafft. Okay, also hier, das war nicht der richtige Weg. Wie komme ich denn? Ah, hier hinter komme ich auch einfach weiter, ne? Einfach hier vorbeifahren. Immer eine gute Chance. Jetzt noch hier rüber kommen und dann war es das. Ja. Was heißt hier nur noch? Passt das Auto? Ja! Nice! Komm, Auto! Nein, tu mir das nicht an. Du Mistbade. Ach komm. Leck mich fett. Kann ich das irgendwie selber noch weghauen? Wir haben ja nur eine kleine Bombe an Bord. Ich möchte dieses Auto schieben. Da geht gar nichts von. Okay. Ja, dann müssen wir es so schaffen.
Doch was. Aber es hängt alles in der Luft. Er hat sich festgefahren. Ja. Gott, wie kann man so dämlich sein? Ja, was machen wir denn jetzt? Oh, Plan B, ne? Wie weit haben wir das? Zu Fuß? Wollen wir das zu Fuß mit dem Paket machen? Ist das noch ein weiter Weg? Ich bin falsch abgebogen, auch komplett, ne? Ich hab die Kontrolle über mein Leben verloren. Leider. Kann man das Auto irgendwie respawnen lassen? Ich denke nicht. Wir können Konstruktionsmenü. Achso, ne, das können wir nicht. Das ist scheißegal. Ja gut. Das Problem ist, wir haben ja die ganzen Notrationen noch so da drin, ne? Wo habe ich denn mein Moped stehen? Das steht beim Schrotthändler, ne? Da. Ja. Gehen wir doch dahin. Du bist doch. Ich bereue jemals hier lang gefahren zu sein. Ja, Baby, es ist gleich alles vorbei. So, da hinten müssen wir hin, da ist der Schrotthändler. Wir haben nur noch 12 Minuten Zeit. Entspann dich. Ah, ich weiß, es ist eine scheiß Gegend hier, aber da muss man nicht gleich auf die Schnauze fallen. Wer denkt sich denn so eine Kraterlandschaft hier aus? Finde ich nicht witzig. Finde ich gar nicht witzig. Aber cool gemacht, ne? Kann man nicht anders sagen. Geht hier alles einem auf den Sack. So, dann haben wir jetzt gleich unser Moped. Das müsste da noch stehen. Hoffe ich. Ich meine, ich habe das da stehen lassen. Bitte, Moped, sei hier. Es ist weg. Und die sind auch wieder alle da. Ah, ich krieg Kopfschmerzen. Ah, da unten. Das ist das Typ, ne? Junge, wo ist mein Motorrad? Das haben wir dann eingelagert oder was? Na gut. Guck mal, ob ich was mit dem privaten Raum regeln kann. Oh je. Oh. Ich kann ihn nicht betreten. Weil. Kann ich das Terminal benutzen? Ja. Das geht. Können wir Fahrzeug, Garage. Oh. Ja, ja, nimm mal den hier jetzt. Ja, Fahrzeug herausholen. Genau. Bestätigen. Und dann gucken wir mal, ob der andere eingelagert wird. Das wäre sensationell. Das wäre natürlich der Trick 17, ne? So, jetzt ist das Fahrzeug bereit. Jetzt gucken wir hier, Garage. Jetzt müsste der andere drin sein, richtig? Nein, natürlich nicht. Ach, Bullshit. Ah, das Spiel lässt mich hängen. Die Pfade, die wir gehen, werden zu Straßen, Sam. Ja, lass mich weg. Die Spuren, die du hinterlässt? Ja, ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm, was ich hier hinterlasse. Spion, würde dir das zum Verhängnis werden. Aber das bist du nicht. Also sei stolz auf diese Spuren. Sie zeugen von deiner Existenz. Was sind die denn? Oh, das sind Bomben. Zeig den Menschen, dass du da draußen bist. Hab ich die gebumst? Wieder zueinander zu finden, indem du das Netzwerk erweiterst und deinen Landsleuten hilfst. Bote hat die 100 Likes abgezogen. Ja, war aber jetzt auch zu Recht, ne? Das war auch zu Recht so. Okay, da müssen wir auch tatsächlich hin. Das ist perfekt. Also, die Bombe liefern wir rechtzeitig ab. Steht ja fest. So, da ist mein Lieferungspunkt. Muss ich da hinschwimmen? Sam, du bist am See, oder? Ja. Werde diese Atombombe schnell los. Okay. Wie machen wir das? Fracht werfen. Wenn du gedrückst, während du die Fracht in der Hand hältst, schwingst du die Arme
lasse los, um die in der jeweiligen Fracht... Ah, okay, ja. Mhm. Okay, okay, okay. Pass auf. Wir müssen die Bombe jetzt in die Hand nehmen. Das ist wichtig. Bombe. Wir wissen ja, kleine Wasserstoffbombe. Nicht gut, diese in der Hand tragen. Das ist wichtig. Ja, welche Hand, das ist es ja egal. Wir nehmen mal die linke. Unsere Sahne-Seite. So, und jetzt können wir... Ey. Arsch, nimm die wieder auf. So, und jetzt können wir die... Ja, das zählt. Das ist gut. Lalalala. Gluck, gluck. Weg, weg. Und puff. Junge, da habe ich die hingeworfen. Wahnsinn. Gut. Jetzt müssen wir nur noch Fauxpas Nummer 2 lösen. Unser Auto befreien. So am Arsch. Da sind meine ganzen Versorgungsdinger drin. Aber die kann ich auch umladen, ne? Na gut. So, jetzt kommt bestimmt Fragile. Hey, jo. Mann, das war echt knapp. Du hast die Stadt und alle darin gerettet. Gerettet. Weit mehr, als ich es je getan habe. Vielleicht war Middle-Nord einfach nicht zu retten. Aber South-Nord ist noch hier. Dank mir und dir. Das ist genau die richtige Gegend zum Chillen. Einen romantischen Ausflug einfach ins Kratergebirge. Was ist mit dir passiert? Die Atombombe war bereits vor den Toren der Stadt, als ich Hicks Plan durchschaut hatte. Ich folgte dem Liefertruck und schaffte es irgendwie, die Bombe in Sicherheit zu bringen. Aber Hicks war mir von Anfang an gefolgt. Er erwischte mich vor den Toren auf frischer Tat. Die Bombe hielt ich noch wie ein Kind im Arm. Und als Strafe zwang er mich, mich auszuziehen. Und dann ließ er es regnen. Echt jetzt? Hör zu, Fragile. Ich mach dir ein Angebot. Willst du den Rest deiner Tage als beschädigte Ware fristen? Oder würdest du lieber für die Ware Schaden nehmen? Komm zum Punkt. Okay. Wenn du nur dich selbst retten willst, musst du bloß springen. Aber wenn du weiter auf der selbstlosen Schiene fahren willst, musst du meine Bombe zur bodenlosen Grube bringen und hineinwerfen. Na klar, dadurch wirst du zur Retterin der Stadt. Aber dafür musst du nackt durch den Zeitregen laufen. Viel von deiner Zeit gibt ein bisschen Zeit für die Stadt. Für mich klingt das nach einem fairen Tausch. Ehrlich gesagt, mag ich mein Gesicht nicht besonders. Deshalb verstecke ich es. Aber du... du liebst deins, stimmt's? Oh, Papi war bestimmt richtig stolz. Oh, nein. Oh.
Ich tu dir nichts. Ich will nämlich, dass dein Gesicht Zeugnis ablegt. Warum hast du es getan? Warum hast du mich verraten? Weil ich jemanden gefunden habe, der zu mir passt. Jemanden, für den ich keine Maske tragen muss. Oh. Ein guter Rat. Selbst wenn du South Nord rettest, wirst du immer die verrückte Middle-Nord-Attentäterin sein. Oh, dein hübsches Gesicht wird immer als das Gesicht einer Terroristin gelten. Sie werden dich ewig jagen. Glaub mir, ich weiß das. Und auf dem Weg gehst du dann trotz zerbrechlich Aufkleber kaputt. Oh. Also. Was darf es sein? Hm? Ich nehme den Schaden. Und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Na dann, viel Glück dabei. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Ich nehme den Schaden und die Ware. Ich bin hart im Nehmen. Aber ich bin nicht so fragil. Autsch. Angenehm. Da haben wir es. Du bist eine verdammte Heldin. Du hast das Richtige getan. Das gehört dir. Ich bin keine Heldin, Sam. Meine Entscheidung. Ich bereue sie jeden Tag. Ich hätte mich retten können, wäre ich einfach nur gesprungen. Aber stattdessen hast du eine Stadt gerettet. Mehr noch, du hast den Menschen Hoffnung gegeben. Tja, jetzt muss ich nur noch eine Person retten. Hicks wird dafür büßen, dass er mich hintergangen hat. Indem du ihn tötest? Unmöglich. Er ist heute viel mächtiger, als er es je zuvor war. Doch du könntest gegen ihn ankommen. Du könntest es. Ja, ich mach das. Aber versprich mir. Versprich mir, dass du ihn am Leben lässt. Ich möchte ihn etwas fragen, von Angesicht zu Angesicht. Hätte nicht gedacht, dass du jemanden foltern kannst. Jetzt schon. Und ich will wissen, warum er mich verraten hat. Willst du ihn? Ja. Endlich essen wir mal was.
Sam. Denk an die Versorgungslieferung für South North City. Ja, yeah, das macht mir immer noch Kopfschmerzen, da hast du recht. Hm? Die ist irgendwo festgefahren, würde ich sagen. Das ist ein kleines Problem. Hervorragend, Sam. Hervorragend, Sam. Bring mir jetzt deine Fracht nach South North City. Ja, das ist nicht so einfach gerade. I'm so sorry. Aber ich versuche mein Bestes. Gut, wir müssen irgendwie den Ecker wieder befreien, ne? Ich schau mal, ob ich das hinkriege. Dieser. Dieser Typ, der wohnt hier aber auch exklusiv scheiße, ne? Muss man ehrlich sagen. Okay, mal gucken, ob mein Fahrzeug überhaupt noch da ist. Ich denke, ja. Und dann gucken wir mal, ob wir mit Moped die denn freihauen können. Ich denke, auch ja. Jo, jo, jo. Okay, am besten bumse ich das von hinten an. Ups, was ist das? Pitches Stiefelstufe 2 von Moje. Moji. Bestimmt kaputt. Okay, wir bumsen ihn von hinten an. Ich hoffe, das klappt. Das wäre gut. So, jetzt muss man natürlich auch gucken, dass wir nicht das Motorrad festfahren, ne? Boah, das ist ein bisschen geländegängiger tatsächlich. Ja. So. Nun wird ein Schuh draus. So, ich hoffe, das klappt. Boah, das wäre so wichtig. Das Motorrad macht einen Scheiß gegen den. Ach du leck mich. Komm, Auto, mach doch nicht so miesen. Dann versuchen wir es von vorne, aber ich denke, es ist zu schwach. Brauch einen Abschleppservice. Wo ist der ADAC? Ja gut, dann müssen wir die ganze Chose auf dem Rücken lagern. Ja, nicht hinfallen, muss doch nicht sein. So. Passt auf jeden Fall noch. So, und Fahrzeug entsorgen. Tschüss. Das Fahrzeug auf keinen Fall, das brauche ich ja jetzt noch. Okay, jetzt gucken wir mal, haben wir hier noch irgendwo eine Ladestation verfügbar? Da so nicht so. Boah, hier wird wohl noch irgendwo was sein, nicht wahr? Jetzt fahren wir natürlich auch den tollen Weg, ist ja klar. Da hätten wir einen Privatraum, da könnten wir was machen. Gucken wir auf die Karte. Ist hier was in der Nähe? Nicht so wirklich, ne? Ich muss ja hier rüber zu South North City. Das ist zu weit. Aber hier hätten wir zum Beispiel noch eine Ladestation. Okay. Dann könnten wir es noch schaffen. Könnte klappen. Müsste. Es sei denn, es fängt Regen an. Dann haben wir ein Problem. Ne? Das ist Fakt. Regen macht mich weg. Warte mal, wo kommt das denn jetzt her? Was? Können wir das nehmen? Der Kolomi. Ich hoffe, das ist nicht leer. Nein! Ach, das ist ja ein Traum. Leck mich fit. Guck mal da. Da hat mir einer einfach ein Auto hingestellt. Supi. Bin begeistert. Ohne Witz. All dieses Community-Ding, das ist echt gut gemacht in dem Spiel. Das ist auch einzigartig. Habe ich noch nie gesehen. Das
man sich gegenseitig hilft. Na gut. Wir sind jetzt noch ein bisschen langsamer unterwegs, aber sicherer. So, ich muss ja hier so ein bisschen rechts um Krater rum, ne? Exacte Mundo. Yeah, jetzt wird auch ein Pudel raus. Geil. Hammer. Baby ist glücklich. Fast auf die Seite gelegt hier. Gut. So. Willkommen in South North City. Oh, schon eine starke Stadt, ne? So, jetzt müssen wir eigentlich die ganze Chose wieder auf den Rücken kriegen. Hervorragend. So, dann liefern wir die Hilfsgüter doch alle ab. Und dann haben wir alles gefixt, was wir verkackt haben. Sehr schön. Bin begeistert. So. Schön, dich zu sehen, Mann. Ja, sehe ich auch so. Du weißt nicht, wie sehr wir uns darauf gefreut haben. Hier geht's vielen Leuten schlecht. Die Bedürftigsten bekommen zuerst etwas. Aber bei dieser Menge sollte jeder etwas abbekommen. Wir sind dir sehr dankbar. Gut. So, jetzt heißt es viel durchklicken, weil... Ja. Software City hat die folgenden Hologrammdaten zur Verfügung gestellt. Fragile aufmerksam. Fragile lebt wohlsagend. Gosia. Without you. Junge, Junge. Oh, fast direkt 3 Sterne. Krass. So, der hat das abgeschlossen. 19%. Ja, das ist okay. Dann lassen sie die Bots nicht so geil, ne? Weil die liefern das nicht perfekt ab. Aber es ist eine Erleichterung. Oh, guck mal hier. Wir kriegen Frachtzustand, neues Level. Geil. So, man hat den Titel Frachtträger verliehen. Sehr gut. Man hält ihn für einen erprobten Boten, den man gern um die Hilfe bittet. Du verlierst jetzt weniger leicht das Bewusstsein. Okay. Ist das gut? Man weiß es nicht. Also stimmt es, dass das chirale Netzwerk endlich Realität wird? Ich kann es kaum glauben. Echt nicht. Das ist fast wie ein Traum. Ja, wenn es kein Traum ist, will ich ein Teil davon sein. Ja, herzlich willkommen im Netzwerk, würde ich sagen. So, auch hier wird alles aufgedeckt jetzt. Das ist cool. Da sehen wir die ganze Infrastruktur. Handfeuerwaffe Stufe 1. Gut. Sturmgewehr. Uiuiui, Granaten. Wird das jetzt langsam böse? Die Lage nach Beginn des gestrandeten Todes. Kein Blau im umgekehrten Regenbogen. Riesige GDs.
Ja, ja, apropos riesige GDs, das erwartet uns ja gleich noch, ne? Ohne Hilfe von außen hätten wir wohl nicht überlebt. Das chirale Netzwerk könnte viel verändern, Reparaturen vereinfachen. Mit ihm kommen wir vielleicht wieder auf die Beine. Du hast uns ein unfassbar wertvolles Geschenk gemacht. Als Middle Not City verloren war, dachten wir, die Gewalt würde nie enden. Jeden Tag dachte ich, es könnte unser letzter sein. Aber wir sind noch am Leben. Durch die Gnade... Naja, sagen wir einfach, ich glaube nicht an Wunder oder Glück. Oh nein, ich glaube an Menschen. Und Menschen haben uns gerettet. So wie du heute. Jetzt sind wir an der Reihe, anderen Leuten zu helfen. Es tut mir leid, ich muss das hier verteilen. Wir sind dir sehr dankbar. Ja, ja. Gute Arbeit, Sam. Ich sorge dafür, dass deine Ausrüstung bereit sein wird. Ich muss dir ja nicht sagen, dass du vorsichtig sein musst, wenn du sie abholst. So, was haben wir bekommen? Handfeuerwaffen, haben wir alles bekommen. Dann nehmen wir das auch mit, ne? Ist ja logisch. Kann man ja immer gut gebrauchen. Tödliche Antipersonenwaffe. Nein. Jetzt können wir die Mules so richtig schön vermöbeln. Ah, ihr kleinen Lutscher. Okay, pass auf. Das markieren wir alles. Und sagen... nicht alles. Warte. Den nehmen wir raus. Aber die packen wir auf den Rücken. Und den packen wir in den Vorratsbeutel. Ja. Bestätigen. Danke, Sam. Du hast South North City gerettet und unsere Leute einander näher gebracht. Die halbe Strecke, auch zu unserer Wiedervereinigung, hast du geschafft. Echt? Die halbe? Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Schade. Sam, die Verbindung zu Amelie ist weg. Wir haben ihre Anrufe durchs alte System geleitet. Es muss ein Problem mit der Leitung sein. Nein. Ich kümmere mich drum. Gott sei Dank. Dass es nichts Größeres ist. Sam, ich registriere eine chirale Spitze. Ganz in deiner Nähe. Nein. Werte jenseits von Gut und Böse. Das könnte den plötzlichen Verbindungsabbruch erklären. Egal welche Ursache, es kann eine Bedrohung für die Knotenstädte sein. Geh los und untersuche die Sache. Alles klar, Chef. Ja. Hilf einen Blick nach draußen. Das lassen wir jetzt schön bleiben. Wir machen Feierabend für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, was hier so weitergeht, ne? Also, erstmal tschüss.